Tja, hallo, da sind wir wieder. Ich bin der Sven. Und ich André. Überraschung, Überraschung. Warum sind wir wieder hier? Ja, wir haben 2016 und wir haben gesagt, in diesem Jahr machen wir alles anders. Wir berichten heute mal live aus dem Spirit of Scotland in Seligenstadt. Richtig. Und deswegen haben wir auch das letzte Mal gesagt, dass das letzte Video vor der goldenen Wand sein wird. Reingelegt! Ja, stimmt ja. Das letzte Video vor der goldenen Wand war es. Ja, stimmt. Ihr kriegt uns so schnell nicht los. Nee. Wir machen weiter. Genau. Erstmal ein frohes neues Jahr euch allen. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht. Und drücken euch die Daumen für ein glückliches und gesundes neues Jahr. Und hoffen, dass ihr viel Spaß mit Whiskys auch in diesem Jahr haben werdet. So sieht's aus. Und was haben wir euch dieses Mal mitgebracht? Als Auftakt haben wir euch ein Silver Seal mitgebracht. Vielleicht erinnert ihr euch, im August letzten Jahres hatten wir schon mal ein Silver Seal, allerdings ohne Altersangabe, vermutlich war um die 8 Jahre. Dieses Mal 16 Jahre Silver Seal. Ich bin schon sehr gespannt, der Vorgänger, der kam ganz gut bei uns weg und auch bei euch. Auch bei euch, genau. Dann schauen wir mal, was wir da haben. Also auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön verpackt. Eine sehr hochwertige, auch dem Namen gerechte silberfarbene Packung. Ne? Also man hat die Schrift hier auch silberfarben abgesetzt. Das wirkt sehr, sehr edel. Ja? Flasche ist, glaube ich, im ähnlichen Design. Zumindest haben wir es schon mal so oder so ähnlich gesehen. Mhm. Farbe, zumindest in der Flasche, schon mal sehr, sehr hell. Aber recht hell, trotzdem ja. Golden. Also eine sehr, sehr angenehme Farbe. Ja. Getrunken haben wir diesmal noch nicht. Nee. Umso aufgeregter sind wir. Richtig. Vor allem, weil der jetzt vermutetermaßen eben wahrscheinlich doppelt so alt sein wird oder gut doppelt so alt sein kann, wie der erste, den wir verköstigt haben. Hm. Oh, okay. Davon lassen wir uns nicht aufhalten. Wir kriegen sie auf. Ja, so. Genau. Mein Lieblingsgeräusch, neue Flasche. Oh. War kaum hörbar. Das machen wir nochmal. Okay, nochmal. Denkst du, das geht beim zweiten Mal noch? Ah! Klappt wie beim ersten Mal. Super. Sehr schön. Gut. Dann gucken wir mal, was wir da ins Gläschen bekommen. Also wirklich, der ist unglaublich hell im Glas. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht bei dem Alter. Apropos Alter, was sollen die Flasche kosten eigentlich? Oh ja, ihr wisst gar nicht, was ihr da bekommt. Nee, stimmt. Also, 70 cl, wie immer. 40 Volumenprozente. Und das Ganze für einen 16-jährigen Whisky, haltet euch fest, 39 Euro. Also das ist schon eine Kampfansage. Stimmt. Ich wünschte nur, mein Pfeifen hätte jetzt besser funktioniert. Aber ich war schon immer besser im Trinken als im Pfeifen. So. Leute, die sagen, du wärst eine Pfeife. Nee. Also er riecht sehr, sehr fruchtig in der Nase, finde ich. Und ähnelt aber unheimlich auch dem Achtjährigen. Sie ist aber nicht mehr so bissig. Also ja, das bissig stimmt. Im Sinne, der andere war ja nicht wirklich, der hat ja nicht gebrannt und so. Aber der hat noch so ein bisschen so Jugend hatte der in den Knochen. Auf jeden Fall, genau. Also Früchte bin ich absolut bei dir. Mhm. Der hat aber auch so was Cremiges irgendwie. Mhm. Ich würde auch sagen, vielleicht so Sahnetoffee. Mhm. Und Früchte wirklich spritzige, ja, Zitrusfrüchte. Mhm. Aber gepaart mit auch so ein bisschen in Richtung Apfelbirne vielleicht. Ich finde, da merkt man auch so eine Honigsüße, so ein heller, klarer Honig. Mhm. Ja. Aber macht unheimlich Spaß, den zu riechen. Also könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde, aber wir haben gesagt, in diesem Jahr wollen wir ein bisschen schneller sein. Nicht, dass wir das schaffen. Wir wollen den einfach probieren. Also in der Nase wirklich ein Highlight schon mal. Sehr, sehr gut. Slanchi. Slanchi war. Mild. Also total rund.
brennt keine Spur. Mhm. Also, dem haben die 16 Jahre im Fass wirklich sehr, sehr gut getan. Oh ja, oh ja. Ich kann auch jetzt schon sagen, also wem der Silver Steel damals gefallen hat, da sollte ich unbedingt mal reinschmecken. Der kommt an dem überhaupt nicht vorbei. Mm-mm. Also sehr ausgewogen. Das kann man schon beim ersten Schluck sagen, dass das auch so ein Whisky ist, den kann wieder jeder trinken. Also wirklich Einsteiger, Unbedarfte, aber auch erfahrene Menschen werden den lieben. Das ist wirklich so ein Whisky. Also, der brennt auch nicht und nichts, aber der gewinnt jetzt auch ein bisschen mehr Körper. Man hat erst eine sehr, sehr weiche, breite Süße, die man da bekommt. Ja. Und dann wird das so im Abgang so ein bisschen trockener. Also man merkt so das Holz, aber nicht so, dass einem die Zunge jetzt am Gaumen klebt. Das ist wirklich sehr, sehr elegant und macht das Ganze eigentlich nur noch runder. Ja, sehr angenehm. Ja. Und auch hier habe ich dieses Obst. Mhm. Ja. Vielleicht tatsächlich so ein bisschen Zitrus, wobei ich da jetzt nicht auf Zitronen, Limetten sowas gehen würde, sondern eher auf wirklich reife Orangen, ja. Blutorangen vielleicht. Ich denke eher so an getrocknete Aprikosen. Auch? Mhm. Ja, das ist so unterschwellig. Ich glaube, das kommt so aus diesem Holzcharakter. Ja. Ja. Mhm. Also es ist ein breites Obstbouquet, würde ja, ich schon ja, sagen. Ja. Also da ist, ja. haben sie nicht nur einen Apfel reingedrückt in den Whisky. Und auch gar nicht irgendwie so vanillig, wie man es jetzt von einem Bourbon kennt oder so. Ja? Also das ist wirklich ein in Würde gealterter Whisky, ja? der einen ganz sanft auf einen schönen Abend mit vielleicht noch ein paar anderen Whiskys einstimmt. Ja? Aber so etwas, das trinkt man vielleicht gerne vorneweg. Ja? Aber enttäuscht einen wirklich nicht, weil der breit aufgestellt ist, weil der wirklich elegant daherkommt. Ja? Also wirklich sehr lecker. Sehr gut. Und wirkt auf jeden Fall für mich wie ein Whisky, der locker 10, 15 Euro mehr kostet. Vielleicht sogar 20 Euro. Ja. Also, ich bin dafür. Flasche gehört uns. Wir hoffen, ihr werdet Spaß auch mit diesem Silver Seal haben. Kommt in den Spirit of Scotland, Kleine Maingasse 4 in Seligenstadt. Wenn es der nicht ist, ihr findet definitiv wie immer eine riesige Auswahl hier vor. Oh ja. 2016 warten auch wieder jede Menge Highlights auf euch. Wir sind gespannt, was aus der ein oder anderen Destille, die in diesem Jahr wahrscheinlich den ersten 10-Jährigen bringt, was da auch dazu kommt. Also, wenn es der nicht ist, wovon ich nicht ausgehe, ihr findet auf jeden Fall was. Genau. In diesem Sinne, wir sehen uns im Februar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gefällt mir sehr gut. Mm.